Jetzt wird auch gefordert, dass noch mehr Druck auf Russland ausgeübt werden muss. In welcher Form ist das möglich und vor allem auch sinnvoll? Ich bin der festen Überzeugung, dass Russland erst dann zu ernsthaften Verhandlungen bereit sein wird, wenn der russische Generalstabschef bei Putin erscheint und ihm in aller Form mitteilt: Herr Präsident, wir können zwar mit militärischen Mitteln noch weitermachen, aber wir werden keine weiteren Quadratkilometer von ukrainischem Territorium weiter besetzen können. Wir werden nichts mehr militärisch erreichen können. Besser jetzt an den Verhandlungstisch gehen. Solange dieser Ratschlag von der russischen Militärführung nicht klipp und klar Präsident Putin vorgetragen und von diesem dann hoffentlich auch angenommen wird, solange wird Russland zu ernsthaften Verhandlungen nicht bereit sein. Das ist meine feste Überzeugung.